Davon sind nun wirklich Berge vorhanden. Bauschutt. Ein paar Schaufeln davon braucht Architekturstudentin Cora Höpfner für ein Praxisseminar. Sie wird heute zusammen mit anderen Studierenden einen ganz besonderen Beton anmischen. Unter der Aufsicht von Andrea Kustermann, Professorin für Baustoffe an der Hochschule München. Das ist Abbruchmaterial aus altem Beton. Da sieht man, da sind Kiesel mit altem Zementstein dran. Die Studenten mischen jetzt Recyclingbeton einfach mal an, um zu sehen, was mit dem Material möglich ist. Also schon ein bisschen knifflig. Der Schutt wird mit Zement und Wasser gemischt. Damit er geschmeidig wird, braucht es noch etwas Fließmittel. Für mich ist es auch das erste Mal so, dass man selber jeden Stoff dazu kippt. Also schon interessant, ja. Nach ein paar Proben werden große Mengen an Recyclingbeton für dieses Stahlgerüst angerührt. Was daraus wohl wird? Die Studenten, die sollen hier quasi einen Pavillon bauen. Und dieser Recyclingbeton soll in Stützen eingebaut werden. Und das Ziel ist, dass man den Recyclingbeton der Öffentlichkeit ein bisschen mehr zeigen kann. Bei den Studierenden rennt Andrea Kustermann mit den Themen Recycling und Nachhaltigkeit offene Türen ein. Wir haben einfach die jungen Leute drin sitzen, die freitags bis vor kurzem noch zum Demonstrieren gegangen sind. Das ist halt die Fridays for Future Generation, die jetzt da sitzt. Und das merkt man auch. Eine Generation, die sich bewusst ist, dass die Rohstoffe der Erde endlich sind. Deswegen ist es wichtig, dass man recycelt und nicht immer aus Australien oder aus der ganzen Welt eben Sand hierher verschifft, weil das wirklich an, es werden ganze Inseln abgeschaufelt und abgetragen. Und es ist wichtig, dass man die Ressourcen nimmt, die schon hier sind. Aber auch bei uns werden die Sand- und Kiesvorkommen knapp. So droht zum Beispiel dieser Wald im Münchner Westen abgeholzt zu werden. Er gehört zum Forstkasten, einem beliebten Naherholungsgebiet. Doch der Hunger der Kiesgrube nebenan wird immer größer. Eigentlich schrecklich, dass da so ein ganzer Wald abgerodet wird, nur um an einen Rohstoff zu kommen. Und so ist es auch kein Zufall, dass das Praxisseminar über Recyclingbeton auf dem Gelände der ehemaligen Bayernkaserne im Münchner Norden stattfindet. Seit einigen Jahren läuft hier ein spannendes Pionierprojekt. Die Kaserne und auch einige benachbarte Industriegebäude werden Stück für Stück abgerissen. Dabei fallen Hunderttausende Tonnen an Bauschutt an. Das Erdreich ist zum Teil stark durch Kampfmittel verunreinigt. Deshalb wird es vorsichtig abgetragen und untersucht. Genauso wie das Abrissmaterial wird es aber nicht einfach abtransportiert und deponiert. Es wird direkt auf der Baustelle gereinigt, sortiert und geschreddert. Dabei werden gute Materialien von schlechten getrennt. Das Ergebnis ist eine bizarre Gebirgslandschaft aus Mineralstoffen, die alle aus dem Boden oder den ehemaligen Gebäuden stammen. Die Stadt München plant jetzt erstmals, so viel wie möglich an Ort und Stelle wiederzuverwerten, um weniger Rohstoffe zu verbrauchen, aber auch, weil sie etwas für den Klimaschutz tun möchte. Und so soll aus dem Bauschutt der Bayernkaserne im Laufe der nächsten 10 Jahre ein völlig neues Stadtviertel entstehen. Auf 50 Hektar werden 5.500 neue Wohnungen gebaut. Dazu 2 Schulzentren, Läden und viele Grünanlagen. Auch für die will man möglichst viel Recyclingmaterialien verwenden. Dazu wurde eigens dieser Versuchsgarten angelegt. Für den Ingenieurökologen Sebastian Knoll ein spannendes Gebiet, über das er seine Doktorarbeit schreiben will. Er glaubt, Bauschutt und Bodenaushub sind für den Landschaftsbau in der Stadt geradezu ideal. Wir haben da sehr viel Ziegel mit dabei. Das ist genau das Material, das wir eben drin haben möchten, damit diese Böden eben viel Wasser speichern können und eben auch über trockene Perioden das Wasser dann wieder an den Baum abgeben können. Und gerade Bäume im Straßenbegleitgrün oder generell, also Stadtgrün, leidet im Sommer sehr viel Trockenstress, weil eben der Wurzelraum im Untergrund sehr begrenzt ist. Das ist eigentlich ein Traum, also so viel Ziegelmaterial, wie hier drin ist. Aus meiner Warte ist es eigentlich bestens geeignet. Es muss nur noch dann der wissenschaftliche Beweis erbracht werden. In den nächsten 5 Jahren möchte er untersuchen, wie viel Ziegel genau pro Tonne Erde für gutes Wachstum sorgen. Denn in Zukunft sollen in diesem Substrat einmal an die 1.000 Bäume für das neue Stadtviertel wachsen.
Die ersten Winterlinden wurden testhalber bereits vor einem Jahr gepflanzt. Mit Hilfe dieser Ringe misst er, wie schnell der Boden das Wasser aufnimmt. Zusätzlich möchte er demnächst Auffangbecken vergraben. Damit kann er dann auch das versickerte Wasser analysieren. So hofft er, beweisen zu können, dass aus dem einst vom Militär belasteten Boden keine Schadstoffe ausgewaschen werden. Es geht einfach darum, dass man einfach die Bedenken, die da im Raum stehen, einfach zerstreut. Weil diese Skepsis gegenüber diesen sekundären Baustoffen oder Rohstoffen einfach insgesamt relativ groß ist. Und das versucht man dann eben durch harte Fakten zu widerlegen. Wer haftet, wenn doch was ist? Kann es zu Baumängeln kommen? Mit diesen Bedenken hat auch die Stadt München zu kämpfen. Mit der Folge, dass das neue Schulzentrum noch völlig ohne Recyclingbeton gebaut wird. Es gibt durchaus viele Widerstände. Wir ringen da wirklich teilweise um beste Ergebnisse. Nicht mit dem Münchner Stadtrat, aber mit anderen Referaten, mit künftigen Nutzern, mit Bauträgern. Da müssen wir wirklich sehr, sehr viel tun, um zu zeigen, dass unsere Logistikprozesse funktionieren, dass es nicht nur ein Versuch ist, sondern dass der Versuch am Ende auch gelingen wird. Vertrauen gewinnen, Berührungsängste abbauen. Die junge Generation wird ihren Teil dazu beitragen. Nicht zuletzt auch durch die bewusst praxisnahen Workshops von Andrea Kustermann. Wir haben jetzt die Studenten, die Architektur studieren und Bauingenieurwesen. Das sind später die Bauleiter, die Bauunternehmer, die Architekten vor Ort, die Planer. Und wenn die dem Bauherrn näher bringen, mach das mit dem, ich hab das schon gemacht, ich kenne mich aus, dann glaube ich, kommt es am ehesten voran. Gute Erfahrungen auch bei Cora Höpfner. Ja, war sehr interessant, mal so ganz hautnah dabei zu sein. Und so entsteht hier ein kleines Vorzeigeprojekt inmitten von einem großen Bauvorhaben, das einmal zukunftsweisend sein könnte für einen ressourcenschonenden und klimafreundlichen Städtebau.